So, guten Tag, meine Damen und Herren. Endlich live. 14 Uhr ist es und jetzt wird es richtig ernst. Ich begrüße Sie zum Webinar, wie man das jetzt nennen kann, weiß ich nicht so genau. Aber es geht um Saisonalitäten, Saisonalitätstrading. Wie Sie das Timing massiv verbessern können, was Sie hier im ersten Bild sehen, ist der Link zu Traders Briefing. Wer noch nicht angemeldet ist, kann sich da morgens oder jetzt schon anmelden, bekommt morgens dann ein Newsletter, kostenlos. Und da ist eine Tageseinschätzung von DAX, Bund, S&P und manchmal auch noch einige saisonale Auswertungen. Das heißt, wenn Sie dieses Seminar verstehen und wollen daran partizipieren, dann sollten Sie sich unbedingt da anmelden. So, also, ich habe ja im Internet jetzt schon mal präsentiert. Was haben wir hier? Na, machen wir es so. So, da haben wir es jetzt. Ich habe im Internet ja schon mal eine Themenübersicht in Facebook gezeigt und heute Morgen auch im Briefing, was heute so alles dran ist. Es geht erstmal um die Saisonalität, was das überhaupt ist. Dann haben wir einige Instrumente, in denen man Saisonalität findet, die ich dann mal als Beispiele zeige, Vorgabe und was dann passiert ist. Dann geht es darum, was das Wissen über die Saisonalität für Sie überhaupt ausmachen kann, denn Sie haben mit dem Einsatz von saisonalen Linien oder der Statistik ganz einfach ein Handelssystemauswertung, die Ihnen jedes Jahr hilft zu sehen, was in der Vergangenheit passiert ist, ohne dass Sie überhaupt irgendwelche statistische Auswertungen selbst machen müssen. Das macht alles der Computer. Dann zeige ich Ihnen einige verschiedene einfach umsetzbare saisonale Systeme, die Sie sogar fast ohne irgendeinem anderen Programm machen können. Dann gehen wir an die wichtigsten Punkte: Vorschau, DAX, S&P, Bund Future, Euro, US-Dollar, Gold, Rohöl und noch einige andere Sachen. Und am Schluss gehen wir auf die Software. Ich bin ja für Traders, bin ich ja unterwegs noch als Software-Tester. Ich mache ziemlich viele Reviews für das Magazin und kenne mich natürlich mit den entsprechenden Produkten aus. Und da zeige ich Ihnen mal, welche Möglichkeiten es gibt für Sie, saisonale Auswertungen selbst zu machen und daran zu partizipieren. Das ist dann der Hauptteil und dann werden wir mal sehen, ob das dann alles passt. So, was ist überhaupt Saisonalität? Ganz einfach. Eine immer wiederkehrende Bewegung. Wir haben es hier im Bild: Sonne, Mond, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das kommt jedes Jahr. Da kann man sich drauf verlassen. Manchmal etwas abgeschwächt, manchmal etwas stärker. Aber das ist schon mal die Grundeigenschaft von Saisonalität. Bei Aktien, Rohstoffen, bei allem, was Sie handeln wollen oder untersuchen wollen, brauchen Sie Datenmaterial, das heißt eine Aktie, die vor 4 Wochen an die Börse erst gekommen ist. Das taucht natürlich nichts für die saisonale Auswertung. 2 Jahre ist auch noch zu wenig. Das Mindeste ist mal 4 bis 5 Jahre. Je länger, desto besser, weil dann kann man auch Zufälligkeiten ausschließen. Es gibt Software, die hat ein Datenmaterial von 30 Jahren. Es gibt andere Software, die nutzt das Datenmaterial von Yahoo, das kostenlose Datenmaterial. Und da habe ich festgestellt, dass anhand der Saisonalität selbst Signale, die man für 2011 ausgewertet hat und wollte dann in 2012 mal überprüfen, ob das gepasst hat, das hat dann nach 2011 jedes Jahr funktioniert. Das zu dem Thema, ob Saisonalität überhaupt funktioniert. Ich zeige Ihnen nachher auch, welche Software das war. Was ich festgestellt habe, je länger das Datenmaterial, desto besser. Und in den USA funktioniert es am besten. Ich weiß nicht wieso. In den USA läuft die Charttechnik sowieso besser. Ganz einfach, weil der Markt wesentlich größer ist. Wenn Sie hier zum Beispiel ein Börsenmagazin haben, was irgendeine Empfehlung gibt, ist natürlich klar, dass eine Aktie mit dem Umsatz von beispielsweise 20.000 Stück ganz schnell mal 10% nach oben geht. Wenn natürlich in Amerika irgendein Börsenbrief ein Kaufsignal für eine
Aktie rausgibt, wo am Tag 2 Millionen gehandelt werden, dann hat das natürlich wenig Einfluss. Deshalb funktionieren saisonale Auswertungen in US-Aktien wesentlich besser. So, jetzt haben Sie erstmal eine Einführung gehabt zu den Saisonalitäten, was das überhaupt ist. Und jetzt zeige ich Ihnen mal ein kleines Beispiel. Wer jedes Jahr mal ans Meer fährt oder alle Jahr mal an die Nordsee oder Ostsee oder sowas, an irgendein Meer, was eine wiederkehrende Saisonalität aufweist, dann erkennt man das am besten an Ebbe und Flut. Ebbe und Flut ist das Einfachste anhand der Saisonalität, wird durch den Mond beeinflusst. Und Sie sehen hier im Bild die Wellen. Timing ist natürlich alles, und so ist es auch bei der Saisonalität. Sie müssen dann auslaufen nur bei Flut. Das bedeutet, Sie können Saisonalitäten nicht als alleinigen Ratgeber benutzen. Sie müssen den Markt beachten, Sie müssen Charttechnik beachten, Ihre Indikatoren. Wenn die Saisonalität auf ein Instrument, auf einen Wendepunkt zeigt, dann heißt es aufpassen, dann heißt es nach Umkehrformationen zu suchen, anhand Kerzencharts, anhand Indikatoren, anhand dem Gesamtmarkt oder aber auch anhand verschiedener anderer Sachen. Das ist wirklich wichtig. Das heißt, Saisonalität ist nur ein Zusatzpunkt, aber es funktioniert, denn René Wolfram benutzt zum Beispiel Saisonalität, der René Rabe benutzt Saisonalität, Entschuldigung, der Jens Rabe benutzt Saisonalität. Also ziemlich viele bekannte Trader benutzen die Saisonalität im mittelfristigen Bereich. Und der einzige Grund ist, es funktioniert auch. So. Das ist das einfachste Mal, was ich Ihnen jetzt als Beispiel zeigen konnte, wo jeder weiß. Und jetzt haben wir hier schon mal das erste Beispiel im Weizen. Rohstoffsaisonalitäten sind ja schon seit Jahrzehnten bekannt. Und das ist hier eine Software, die nimmt das komplette Datenmaterial und erstellt eine saisonale Linie. So wird das nämlich gemacht. Das sehen Sie hier jetzt als Beispiel mal eine saisonale Linie für 2012. So, da soll der Markt soll normalerweise im Januar erstmal in Richtung Süden gehen. Dann kommt irgendwann mal der erste Tiefpunkt im April, dann geht es wieder hoch. Der zweite Tiefpunkt zum Erntebeginn im Juni kommt dann Anfang Juni und dann geht es natürlich streng nach oben. Und das ist natürlich jetzt schön zu wissen, wenn man das vorher weiß. Und jetzt kommt als nächstes der Kursverlauf, wie es geschehen ist in diesem Jahr, im Jahre 2011. Da sehen Sie schon, wieso ich sage, das ist nur ein Instrument, ein Zusatzinstrument. Sie müssen andere Techniken benutzen, um das Ganze dann zum Einstieg, damit es zum Einstieg kommt. Da sehen wir hier schon, Anfang 2012 ist zwar Weizen nach unten gegangen, ganz links. Sehen die Maus, sehen wir ja jetzt hier, oder? Also ganz links ist es ja hier erstmal etwas in den Keller gegangen, dann kam nichts, dann ging es seitwärts. Und da sehen Sie, als dann das dritte Tief gemacht wurde, nachdem vorher zum idealen Zeitpunkt Weizen nach oben lief, kam es zu einer Bodenbildung und Weizen ist dann von 625 auf 925 gestiegen pro Buschel. Wenn man bedenkt, dass ein Punkt $50 sind in diesem Kontrakt und der Anstieg sozusagen 50% war, da weiß man schon, was da für ein Geld verdient werden kann, wenn man den richtigen Zeitpunkt zum Einstieg findet. So, das zweite, wieso kommt es im Weizen zum Erntezyklus, zu diesem Verhalten? Ganz einfach, man weiß nicht bis zum Juli, wie ist die erwartete Ernte. Das heißt, man geht davon aus, die Ernte ist gut, aus dem Grund wird natürlich Weizen erstmal fallen. Dann wird beachtet, was sind die Restbestände vom Vorjahr? Sind die hoch, sind die niedrig? Das wird natürlich mit einbezogen. Da gibt es immer wieder Daten aus Amerika, die dann sehr wichtig sind. Freitags kommen die raus. Dann, wie ist die Nachfrage im In- und Ausland? Und was macht das Wetter? Das ist der schlimmste Punkt. Was ist das? Was macht das Wetter? Und diese Einflussfaktoren sind ja jedes Jahr gleich. Das bedeutet, dass sich da über Jahrzehnte nichts ändert.
Wir hatten also schon Jahre, wo eine Dürre war. Da ist natürlich Weizen durch die Decke gegangen. Es gibt natürlich andere Jahre, wie jetzt zum Beispiel, wo Weizen von tief zu tief gegangen ist und dann erst angestiegen ist. Aber wie gesagt, Sie wissen, wenn Sie Ihre charttechnische Auswertungen machen, wann es soweit ist zum Einstieg. Weil die Statistik ist ja, wenn Weizen steigen soll im Juni, am besten geeignet, die Wahrscheinlichkeit ist am größten, dass dann Weizen steigt. Und so sollten Sie das Ganze auch verwenden. So, natürlich gibt es nicht nur Weizen, was im Erntezyklus ist, es gibt auch noch andere Rohstoffe, zum Beispiel Energie. Energie ist ja meistens bekannt durch die Tankstelle. Rohöl, Heizöl, Benzin, aber es gibt da zum Beispiel noch Erdgas, was auch saisonal normalerweise eine sehr gute Bewegungsrichtung immer aufweist. Und hier sehen Sie mal zum Beispiel die verschiedenen Einflussfaktoren in den Energierohstoffen. Zum Beispiel macht Rohöl sehr oft ein Tief im Februar. Ganz einfach, weil die Driving Season kommt im Winter zum Erliegen. Das bedeutet, dass die Leute, wenn natürlich Schnee auf den Straßen liegt, die Straßen vereist sind, meistens in Amerika das Auto stehen lassen. Die Nachfrage nach Rohöl ist dadurch niedrig. So, jetzt beginnt natürlich mit den Osterfeiertagen beginnt in Amerika die Driving Season. Und Benzin lässt sich natürlich nicht so ohne weiteres auf die Schnelle produzieren. Man muss aber die Tankstellen bis zum Rand voll gemacht haben, wenn die Amerikaner anfangen, auf die Straße zu gehen und ihre Autos aus der Garage holen. Und aus diesem Grund ist natürlich eine Nachfrage ab Februar zu spüren an den Rohölmärkten, weil die ganzen Raffinerien sich eindecken mit Rohöl, um dann sozusagen Benzin zu produzieren. Ist nämlich so, dass im Oktober sehr viele Raffinerien umgestellt werden von Benzinproduktion auf Heizöl, weil das ja dann nachgefragt wird. Und im Februar erfolgt dann wieder die Umstellung, um Benzin zu produzieren. Und das sorgt natürlich für diese Nachfrage im Rohöl. So, hier steht es nochmal an der zweiten Stelle. Driving Season ab Ostern treibt Rohölpreis in den Vereinigten Staaten im Februar nach oben. So, bei Erdgas sieht es natürlich ganz anders aus. Erdgas hat zum Beispiel mehrere Tiefpunkte, zum Beispiel auch Anfang vom Sommeranfang. Ja, wieso das? Das wissen die wenigsten. Erdgas dient nicht nur dazu im Winter, dass man heizt. In Amerika wird ja ziemlich viel noch mit Erdgas geheizt, sondern ganz einfach, Erdgas wird von den Energieversorgern benötigt, um zwischenzeitlich auf die Schnelle mal Strom zu produzieren. In Amerika werden natürlich im Hochsommer überall die Klimaanlagen angeworfen. Und die Klimaanlagen, die laufen ja mit Strom. Das bedeutet, die Stromnachfrage steigt. Jetzt gibt es natürlich die ganzen die ganzen Energieversorger haben natürlich nicht so viel Kapazitäten, dass sie die immer rund um die Uhr laufen lassen. Deshalb haben die natürlich Turbinen in der Ecke stehen, in großen Hallen, die mit Erdgas auf die Schnelle angeworfen werden. Wir waren zum Beispiel an den Niagara-Fällen und da sind vielleicht 40, 50, 60 Turbinen stehen da rum, die werden das ganze Jahr nicht gebraucht. Nur wenn Strom nachgefragt wird im Staat New York, dann werden die angeworfen und die laufen natürlich mit Erdgas. Und da decken sich die Stromunternehmen vorher schon mit Erdgas ein, was natürlich den Erdgaspreis saisonal nach oben treiben sollte. So, im Oktober haben wir dann wieder das andere Spiel. Erdgas fällt, Heizöl steigt und Rohöl fällt. So, und hier sehen wir jetzt mal die aktuelle Prognose für Rohöl für das Jahr 2015. Rohöl ist ja in diesem Jahr massiv unter die Räder gekommen, von über 60 Dollar auf 40 Dollar gefallen. Und da könnte man ja eigentlich meinen, dass die Saisonalität nicht stimmt. Hier haben wir das Datenmaterial 1980 bis 2014 genommen. Und hier sehen Sie, der Rohölpreis hält sich trotz dieses Kursverlustes bis sozusagen Mitte Juni an die Saisonalität. Es kommt zwar zum ersten Tief im
Anfang Februar, dann geht es nach oben, dann kommt es nochmal zum zweiten Tief und dann kommt es zum Anstieg von, was haben wir hier, 45 bis 60 Dollar. Und nichtsdestotrotz, im Sommer kommt dann ein Einbruch, der natürlich etwas länger andauert, als das saisonale Verhalten erwarten lässt. Denn es sollte ja im Mai zum saisonalen Tief kommen. Das zeigt wieder mal, nutzen Sie das Ganze nur, um Ihre eigenen Strategien mit abzugleichen und als Zusatz. Wenn also kein Kaufsignal anhand als Beispiel gleitende Linie nach oben kommt, dann brauchen Sie zum Beispiel hier nicht im Rohöl Ihre Short-Position schließen, wenn ein saisonales Tief ansteht, sondern ganz einfach, Sie beobachten das Ganze und wenn irgendwas passiert, was zu einem Kaufsignal führen könnte, dann schließen Sie die Position und überlegen Sie sich, ob Sie eine neue Long-Position aufbauen. Wenn man sich das hier jetzt anschaut, dann haben wir momentan im Rohöl nur eine Gegenbewegung. Aber wir sehen ja auch hier nur eine saisonale Linie. Ich zeige Ihnen nachher dann noch verschiedene andere saisonale Linien, die ich nutze und erkläre Ihnen auch, wieso das so ist. So, hier haben wir jetzt mal ein unbekanntes Beispiel. Bauholz, Lumber, in Amerika Random Length Lumber. Es wird sehr eng gehandelt, aber auch hier sehen wir eine Saisonalität. Ganz einfach, in Amerika wachsen wie bei uns auch die Bäume in den Himmel und zwar nur ab Frühjahr. Das bedeutet, Bauholz wird mehr. Es wird in den Wald gegangen, wenn kein Schnee mehr liegt und man holzt dann die Bäume ab und das sorgt natürlich dazu, dass das Angebot größer ist. Was haben wir hier? Ab März. In Amerika werden ja die Einfamilienhäuser meistens nur mit Holz gebaut und aus diesem Grund ist zwar dann die Nachfrage da, aber das Angebot ist meistens größer. Saisonal geht es abwärts bis in den Herbst. So, ab Oktober haben wir natürlich genau das Problem, was wir hier auch haben, es wird Winter. Schnee fällt in Amerika, kommt es ja oft vor, dass ziemlich viele Landstriche, große Flächen sind unter einer Schneedecke begraben. Man kann halt nicht in den Wald fahren und kann Holz einfach so rausholen, wenn die Nachfrage da ist. In Amerika gibt es ja immer noch auch noch bestimmte Staaten, die wie Florida oder Kalifornien, die wenig Schnee haben. Und da ist halt immer noch die Nachfrage dran, was Sie hier dann sehen. Wir sehen ein saisonales Tief im Juni, August, gefolgt von Kursgewinnen bis Oktober, dann kommt da nicht mehr viel. Das ist jetzt mal ein kleiner Rohstoff, unbekannter Rohstoff, der ganz eng gehandelt wird. Bitte handeln Sie den Rohstoff nicht, außer Sie können das, Sie handeln vielleicht nur ganz kleine Positionen. Es ist nur ein Beispiel, es gibt andere liquidere Märkte, aber auch hier funktioniert die Saisonalität. So. Jetzt habe ich Ihnen einige Beispiele gesagt, da brauchen Sie Zusatzprogramme dazu, um sich das darzustellen. Jetzt zeige ich Ihnen einige Beispiele, da zeige ich Ihnen die Einstiegszeitpunkte und zeige Ihnen, wie Sie verschiedene Sachen machen können. Für was ist die Saisonalität gut? Sie können zum Beispiel bestimmte Rallyes handeln, kurzfristige Rallyes, 11, 12 Tage Handelsdauer. Sie können mit der Saisonalität den Einstieg verbessern und Fehlsignale können Sie ebenfalls nutzen. Wenn zum Beispiel ein Instrument nicht anhand der Saisonalität eine Trendwende vollzieht, bedeutet das ganz einfach, der Markt ist stärker in die entsprechende Richtung. Das heißt, dieser Rohstoff, wie wir es bei Rohöl gesehen haben, wird noch schneller nach unten gehen. Wenn Sie zum Beispiel eine Aktie haben, die an einem saisonalen Tief auf einem hohen Niveau steht, bedeutet das, da ist Stärke im Markt. Suchen Sie nach einem Ausbruch in Trendrichtung und so sollten Sie die Saisonalität auch nutzen. So, jetzt haben wir hier mal die Aktienindizes. S&P 500, Datenmaterial 1980 bis 2014. Und die saisonale Linie sagt uns, ab Januar soll es da nach oben gehen und man kann eigentlich im August eine Position schließen. Also Sell in May, so ist ja die übliche Vorgehensweise, die übliche Metapher zu der Börse, stimmt hier also nicht. So, jetzt schauen wir uns dieses Jahr mal an. Sie sehen,
Es ging in der Tat ab Januar nach oben, natürlich nur schnell, dann kam nichts mehr. Und jetzt haben wir sozusagen im Juni ein Hoch gesehen. Und jetzt geht es natürlich massiv in den Keller. Wann können wir hier mit einer Trendwende nach oben rechnen? Wenn uns dieser Chart hier die Tage vorgibt, dann erst gegen Ende Oktober. Aber da sind wir natürlich noch lange nicht, denn das ist ja nur eine saisonale Linie. So, wie sieht es im DAX aus? Im DAX haben wir hier auch dasselbe. Der DAX ist natürlich saisonal, sind die Trends hier wesentlich größer als im S&P 500. Und der ist natürlich auch ab Januar richtig aus dem Tor raus und massiv gestiegen. Hat natürlich kein Hoch ausgebildet im Juni, Juli, sondern schon im April. Und wann sollen wir hier mit einem Tief rechnen? Ebenfalls im Oktober, laut Saisonalität. Wo das sein wird, ist eine ganz andere Geschichte. So, ich hoffe, das war jetzt erstmal als Einführung ganz klar. Jetzt sind wir bei, wo haben wir, 20 Minuten haben wir erst rum. Jetzt sind wir bei verschiedenen einfachen Ansätzen, die Sie ohne irgendwelche Software selbst umsetzen können. Und da haben wir als erstes die Thanksgiving Rally. Kennt ja jeder, der in Amerika schon mal war, da wird im November Thanksgiving gefeiert. Der Truthahn kommt auf den Tisch und meistens bedeutet das, dass die Börse dann vor lauter Freude nach oben springt. Dann haben wir die Jahresendrallye. Da sieht es scheinbar genauso aus. Wenn wir die letzte Woche im DAX von Freitag zu Freitag alle DAX-Werte untersucht, sind 90-95% der Aktien die letzten 20 Jahre gestiegen. Nur in den letzten 5 Tagen. Und dann gibt es noch eine Einzelaktienstrategie, die nennt sich Darlinge of the Dow oder DAX. Und zwar kauft man da im Oktober und verkauft im Mai. So, also erster saisonaler Ansatz, Thanksgiving Rally. Hier sehen Sie jetzt die Statistik und die Daten. Es wird der Nasdaq 100 genommen, egal mit welchem Finanzinstrument. Einstieg am Monat zwischen dem 20. und 27. November der Thanksgiving-Woche, am Montag. Monat ist falsch. Am Montag zwischen dem 20. und 27. November, also es ist die Thanksgiving-Woche. Am Donnerstag ist immer Thanksgiving. Das heißt, wenn Thanksgiving ist, heißt es am Montag den Nasdaq 100 long zu gehen. Aufstieg exakt nach 11 Handelstagen. Kein Stopp, weil Zeitausstieg, so die Strategie, so die Statistik. Wenn Sie das ab 1993 gemacht hätten, hätten Sie einen durchschnittlichen Gewinn von 3,9% in diesen 11 Tagen gemacht, auf Ihr eingesetztes Kapital, ungehebelt. Mit einem Profitfaktor von 2,39 ist natürlich sehr viel. Ich habe hier nochmal zusätzlich gemacht, ob sich in den letzten Jahren was geändert hat. Sie sehen ja hier, sind einige rote Jahre, das heißt, da hat es nicht funktioniert. Und aus diesem Grund haben wir nochmal das Ganze ab 2004 gerechnet. Und wenn Sie das ab 2004 gemacht hätten, dann hätten Sie inklusive dieser schlechten Jahre pro Jahr im Schnitt 3,15% verdient. Mit einem Profitfaktor von 2,26. Also nicht schlecht die Auswertung. Dazu gibt es wahrscheinlich auch im Traders Magazin eine saisonale Trading-Idee zu diesem Ansatz im Novemberheft. So, zweiter saisonaler Ansatz, den wir jetzt hier haben, ist die Jahresendrallye. Jahresendrallye bedeutet, man nimmt den DAX, könnte auch den S&P nehmen, aber hier haben wir halt mal Statistik auf den DAX. Und hier ist der Einstieg, da liegt der Einstieg zwischen dem 13. und 18. Dezember. Irgendwann. Es macht keinen Unterschied, ob Sie jetzt am 13. oder am 18. oder am 14. einsteigen. Viel Unterschied macht es nicht. Aber wir müssen ja irgendeinen dieser 5 Tage vorgeben, weil es kann ja sein, wenn wir nur den 13. nehmen, dass das irgendwann mal alle 5, 6, 7 Tage ein Wochenende ist. So, Haltedauer 3 Wochen, nachgezogener Stopp 3%. Der durchschnittliche Gewinn lag ab 1970
bei 3,1% mit einem Profitfaktor von 8,16. Das heißt, Sie haben eine Position, die Sie kurzfristig kaufen und zwischen dem 6. und 9. Januar automatisch schließen. Dann würden Sie im DAX an einer Jahresendrallye partizipieren. So, wir haben natürlich hier jetzt ganz rechts unten, sehen Sie ja diesen roten Kasten. Das bedeutet, das Jahr 2015 ist mit einem Minus abgeschlossen worden. Ist auch klar, weil die Position wird ja im Jahr 2014 eröffnet und wird ja gehalten bis zum 6. oder 9. Januar des Folgejahres. Das bedeutet, zum Einstieg wird ja nicht dieser Stand, Eröffnungsstand zwischen dem 13. und 18. genommen, sondern der Einstieg ist ja der Schlusskurs des Jahres 2014. Es kann also passieren, dass die Position die ersten zwei Wochen Geld verdient hat und dann in der ersten Januarwoche kam mal gar nichts. Da ging es dann noch einige etwas nach unten. Nichtsdestotrotz, achten Sie bitte drauf, Sie brauchen da wirklich keinen Computer dazu. Schauen Sie sich den DAX an, ob das was für Sie ist, ob der Einstieg gegeben ist, ja, zwischen dem 13. und 18. Dezember. Und dann würden Sie statistisch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit einen Gewinn generieren, wenn Sie die Position bis zum 6. Januar halten. So. Eigentlich müsste ich ja Pause machen, so viel habe ich jetzt schon geschwätzt. Aber na gut, wir machen weiter. Ist ja üblich, dass es hier weitergeht. Was Sie hier jetzt sehen, ist der vierte saisonale Ansatz, Darlinge des DAX. Und zwar gibt es ja in Amerika die Technik Dogs of the Dow. Dogs of the Dow ist eine Anlagestrategie, in der man im Januar die 30 Dow-Werte nimmt und sortiert die. Und nimmt als erstes die 10 Dow-Werte mit der höchsten Dividendenrendite. Hat man die rausgefiltert, wirft man die restlichen 20 weg und dann sortiert man die nach KGV und dann nimmt man die 5 günstigsten mit jeweils 20% Anlagekapital. So die übliche Vorgehensweise Dogs of the Dow. Funktioniert auch ganz gut, aber Larry Williams ist ja auch mittlerweile sehr überall bekannt und tüftelt auch ziemlich viel seit mehr als 30 Jahren. Und der Larry Williams hat das Ganze mal nochmal weiter tiefergehend untersucht und hat festgestellt, dass ja eigentlich der Einstieg besser im Oktober wäre, anstatt im Januar. Weil im Oktober kommt ja meistens ein saisonales Tief und hat dann festgestellt, Sell in May gilt ja immer noch, wir halten diese Position einfach bis Mitte Mai. Und der hat das Ganze auf den Dow gemacht und hat festgestellt, dass die Performance deutlich besser ist. Und wir haben jetzt hier das Ganze umgemünzt auf die DAX-Aktien. Also nicht die DAX-Aktien, die jetzt im DAX sind, sondern für jedes Jahr, was wir untersucht hatten mit dieser Strategie, haben wir auch wirklich die DAX-Werte genommen. Manche werden nicht mehr gehandelt, die sind schon längst bankrott gegangen oder übernommen worden von einer anderen Firma. Aber wichtig ist, wenn Sie so eine Strategie testen, Sie brauchen ja die DAX-Zusammensetzung vor 15, 20 Jahren. Und erst dann können Sie diese Strategie reell testen. Und das haben wir hier getan und sind nach der gleichen Weise vorgegangen, wie das der Larry Williams gesagt hat. Wir haben die 30 DAX-Werte genommen statt Dow-Werte, günstigstes KGV von diesen Werten und die Statistik sagt, 20% wird eingesetzt. Einstieg am 15. Oktober, Haltedauer genau 150 Tage bis Mai des Folgejahres. Kein Stopp. Jetzt gehen bei manchen Leuten die Alarmglocken an. Kein Stopp ist gefährlich. Aber die Statistik besagt laut Larry Williams, die Systematik, kein Stopp. Der durchschnittliche Gewinn ab 1994 liegt bei 20,24% all dieser Aktien kombiniert. Mit einem Profitfaktor von 14,12. Jetzt wissen vielleicht manche nicht, was ein Profitfaktor ist. Profitfaktor bedeutet ganz einfach, für jeden Euro, den Sie riskiert haben, haben Sie 14 Euro mit dieser Strategie zurückbekommen. Und ein Handelssystem mit einem Profitfaktor von 2 wird schon als sehr gut angesehen.
Wenn man bedenkt, dass Sie nur ein halbes Jahr investiert sind, ist das eigentlich ein guter Schnitt. So, jetzt haben wir hier aber nochmal das Ganze auf den DAX ausgetüftelt. Bevor wir jetzt zu den Einzelwerten vom letzten Jahr und vom neuen Jahr kommen, habe ich mir gedacht, wir schauen uns erstmal den DAX an. Wie sieht es dann da aus? Einstieg 1. Oktober, Ausstieg 15. Mai des Folgejahres, kein Stopp. Und damit zeige ich Ihnen auch die Problematik an diesem ganzen System. Durchschnittlicher Gewinn ab 1970 liegt bei 10,02%. Profitfaktor immer noch gut mit 4,52. Aber, jetzt kommt das große Aber, könnte deutlich höher sein, wenn nicht diese roten Balken nach unten kommen und wenn wir nicht schon vorher am Herzinfarkt gestorben wären, wenn wir diese Strategie gehandelt hätten. Weil diese Strategie hätte dafür gesorgt, wenn wir nicht gedacht hätten, dass wir es besser wüssten, dass wir über 40% manchmal im Minus waren, mit unserem gesamten Kapital, weil diese Strategie sagt ja, wir sollen unser gesamtes Kapital einsetzen, um diese 10% auf unser Kapital zu generieren. Wir hätten in dem einen Jahr über 30% Verlust gemacht. Wären wir dann noch bereit gewesen, das in den Folgejahren zu handeln? Wenn wir die Statistik kennen, wissen wir, dass es dann wieder so kommen könnte. Aber das ist das Problem. Nutzen Sie das Ganze hier nur als Information. Schauen Sie sich an, wie der DAX um den 1. Oktober steht. Und dann überlegen Sie, ob Sie vielleicht so eine Strategie, so eine saisonale Strategie umsetzen oder nicht. So, jetzt kommen wir zu den letztjährigen Kandidaten. Ich glaube, ich bin zu schnell. Ne? Wenn wir so weitermachen, sind wir in 20 Minuten fertig. Na gut, da muss ich halt was mir aus den Fingern ziehen. Gut, wir haben jetzt hier die letztjährigen Kandidaten aus dem DAX. Die sind vorher ausgetüftelt worden. Und zwar hatte ich einen Vortrag für die DG Bank. Und da sind diese Werte vorgestellt worden. Ja? Munich Re, Dividendenrendite 4,5%, KGV 9,7%. Lufthansa Dividendenrendite 3,1, KGV 14,4, BASF 3,2, KGV 14,9, das waren die billigsten Werte, Daimler und Allianz. Das heißt, sie haben schon mal im Schnitt eine gute Dividendenrendite von 3% hätten sie bekommen. Das ist schon mal gut, weil mittlerweile gibt es ja kaum noch Zinsen. So, und jetzt gehen wir über in unser Chartprogramm. So, jetzt können wir mal den ganzen Bildschirm dann zeigen. Machen wir mal hier das weg. Ich habe nämlich jetzt schon alle möglichen Programme, die nachher mal an der Reihe sind, aufgemacht. Jetzt schauen wir uns mal die Werte an, die wir letztes Jahr ausgetüftelt haben. Und zwar bevor es soweit war. Und blättern die mal durch. Wie haben die überhaupt reagiert? Weil das zeigt Ihnen als erstes mal, wie die Strategie funktioniert mit so einem einfachen System. Und was für ein Risiko da manchmal dabei ist. Sie sehen hier jetzt die Allianz. In grün sehen Sie, Moment, muss ich laden. Hier, Darling, 2014. Das war jetzt der falsche Chart. Hier haben wir jetzt den Chart mit dem grünen Einstiegstag im Oktober und in rot den grünen Ausstiegstag. Und da sehen Sie, die Aktie ist von... hat am einen Tag nach diesem angezeigten Tief einen Tiefpunkt ausgebildet. Ich mache das mal etwas größer. Hier haben wir es einen Tag danach ein Tief bei 117 ausgebildet, ist hochgelaufen bis 168. Und wenn Sie das Ganze noch bis zum Schlusstag gehalten hätten, hätten Sie das Ganze immer noch für 147 verkaufen können. So, wenn wir jetzt hier einen Trend eingezogen hätten, können wir ja nochmal machen. Deshalb, wie gesagt, Charttechnik mit einbeziehen, ist wirklich wichtig, Trendlinie. Dann wären Sie wahrscheinlich, wenn Sie ein Charttechniker wären, wären Sie wahrscheinlich einige Punkte höher bei 153 ausgestiegen. Aber das sollen Sie ja normal nicht, weil die Systematik besagt ja, Sie sollen nicht denken. Sie sollen das so machen, wie es da drin steht. So, nächstes, diese Striche, die denken wir uns jetzt mal weg. Ich muss nämlich immer die Darlinge aufrufen, die ich mir abgespeichert habe. Hier sehen wir BASF. So, BASF-Aktie ist am
15. Oktober auch ziemlich niedrig gewesen. Hat auch einen Tag danach ein Tief bei, was haben wir hier, 64 Euro ausgebildet. Natürlich ist es erstmal seitwärts gegangen und was ist passiert? 10.4. ein Hoch bei 96. Wie gesagt, ich wusste selbst nicht, was da rauskommt. Ich habe die Aktien jetzt wieder mal nach langem rausgeholt für diesen Vortrag, um Ihnen zu zeigen, dass diese Systematik auch im letzten Jahr funktioniert hat. So, nächster Wert von diesen fünf. Daimler. Hier haben wir die Daimler-Aktien. Mal sehen, ob ich da auch eine Vorlage habe. Da habe ich mal alle Linien rausgemacht. Die Daimler-Aktie hat vorher schon einen Tiefpunkt ausgebildet. So. Und die Daimler-Aktie ist an diesem, muss ich mal hier was löschen, die Daimler-Aktie ist an diesem Tag bei 55,10 im Tagestief gewesen und ist hochgegangen bis auf 96, auch wieder 50%. So, was will man eigentlich mehr? Wenn die Saisonalität auch in diesem Jahr funktionieren würde, sollte man wirklich mal einen Blick drauf werfen. Allerdings, wer hätte an diesem Tiefpunkt, den wir hier sehen, wer hätte diese Aktie da erworben? Das ist immer halt dieser Punkt. Aus diesem Grund empfehle ich jedem, das Ganze zu beobachten und vielleicht die Charttechnik zum Einstieg zu nutzen. So, weiter geht's. Hier haben wir jetzt die Lufthansa. Die Lufthansa ist ja eigentlich ein Kandidat gewesen, der vorher auch schon gefallen ist. Und man kennt ja die Lufthansa-Aktie, die war in diesem Jahr eigentlich kein so großer Renner. Und jetzt machen wir mal diese saisonalen Linien rein. Wo haben wir es hier? Darlinge 2014. Und auch hier sehen wir, die Aktie hat sozusagen exakt zum Einstiegszeitpunkt einen Boden ausgebildet. Ist dann natürlich bis zum Februar nur gestiegen von, was haben wir hier, sagen wir mal 10,99 bis 15,16, 15,50, also auch wieder 40%. So, hier haben wir jetzt noch den letzten Wert, Münchner Rück. Münchner Rück, gucken Sie nicht auf diese Linien, die sind aus einem anderen Leben. So, hier haben wir jetzt die Münchner Rück und auch da kam es zum Tiefpunkt. So, jetzt kann natürlich jeder von Ihnen sagen, dass das alles hier Glück ist und dass ich das vorher vielleicht alles eingestellt hätte. Aber ich meine, was soll ich Ihnen sagen? Das ist eine statistische Auswertung, die sagt, dass diese fünf Aktien laut dem Larry Williams, seine Darlinge of the DAX, die besten Chancen hatten zu steigen ab dem 15. Oktober. Und zu diesem Zeitpunkt, ab diesem Zeitpunkt sind die Aktien auch gestiegen. Kein Mensch wusste ja damals, ob da ein Tiefpunkt kommt. Wir wissen ja jetzt nicht mehr, wie die Nachrichtenlage war. Aber so sollten Sie das Ganze auch handhaben. Schauen Sie sich die Werte, die ich jetzt Ihnen zeige, an. Und dann werden wir sehen, dann können Sie dann entscheiden, ab dem 15. Oktober, was daraus wird. So, denn erst müssen wir uns mal angucken, was die Werte, was in diesem Jahr die Software ausgeworfen hat als Kandidaten. So, hier haben wir zwei Veränderungen, nämlich BMW ist reingekommen, RWE ist reingekommen. Das sind jetzt die Kandidaten, die neu reingekommen sind und haben die BASF und die Lufthansa rausgeschmissen. Dividendenrendite laut Prognosedaten liegt bei 3,8%. Was natürlich immer so eine Sache ist, die Prognose heißt ja nie, dass es so hinkommt, aber wir haben nur die Daten, die das Ganze prognostizieren und die müssen wir nutzen. Dadurch, dass die Kurse so niedrig sind, ist natürlich das KGV wesentlich niedriger als letztes Jahr und schon das sollte dafür sorgen, Dividendenrendite und niedriges KGV, dass die Aktien eventuell am 15. ihr Tief ausmachen. So. Also, und hier haben wir jetzt den Ordner mit den Kandidaten. Einige haben Sie ja schon gesehen, eben einige Werte. Und bei diesen Werten haben Sie auch schon gesehen, dass ich ganz rechts
diesen Darlingeinstieg eingezeichnet habe. Der passt natürlich nicht ganz zu den saisonalen Tiefs, die da vorher schon in diesen Linien sind. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen jetzt mal diese Linien nicht beachten. Wir wollen nur mal auf diese gestrichelte grüne Linie schauen. Und wenn wir jetzt diesen Wert hier nehmen, dann könnte dieser Wert ungefähr im Bereich von 140, 130 im Boden finden, wenn das Ganze stimmt. So, nachdem das nämlich abgeschlossen ist, erkläre ich Ihnen dann auch mal den entsprechenden Chart, den ich nutze. So, BMW ist der nächste Wert. Hier habe ich mal auch eine Vorlage gemacht. Hier ist der nächste Wert, nämlich Einstieg zum 15., Ausstieg im Mai. Hier wäre zum Beispiel für mich, wenn ich Charttechniker wäre, ein Trendbruch, ein relevantes Einstiegssignal, weil man kann ja in solchen Sachen nie trauen. Aber dieser Wert sieht auch sehr gut aus. Nächster Wert ist die Daimler. Hier hinten haben wir den Einstieg. Gut, Aktie ist noch im Abwärtstrend. Wer weiß, wo die am 15. Oktober steht. Aber ich zeige Ihnen das nur. Sie können dann selbst analysieren, ob das was für Sie ist. Münchner Rück ist der nächste Wert. Hier soll es dann wirklich vorher schon saisonal nach oben gehen, aber wer weiß, was bis dahin passiert. Und die RWE, da haben wir einen Kandidat, würde man dieser Firma sein Geld geben. Die hat jetzt gerade ein neues Tief gemacht. Ich weiß es nicht, aber wenn die Dividende bezahlt wird, kann man sich nicht beschweren. Aber es ist keine Empfehlung, sind nur die Kandidaten für nächstes Jahr. Ob es dann noch funktioniert, die Systematik, ist eine ganz andere Geschichte. So, und jetzt sind wir eigentlich dabei am wichtigsten Teil, nämlich die Vorschau und den verschiedenen Softwareprodukten, die Sie nutzen können. So, und jetzt machen wir aber als erstes mal die Erklärung dieses Charts. Ich lese ja ziemlich viele Bücher und habe in Amerika Bücher bestellt, lese auch noch ziemlich viel in diesem Bereich. Und was da so andere Leute für Ideen haben. Und was Sie hier jetzt sehen, sind diese Ideen im Chart betreffend der Saisonalität visualisiert. Nämlich, ich benutze drei saisonale Linien zur Auswertung. Zum einen hier die lilane saisonale Linie, die nimmt alle Kursdaten, alle erhältlichen Kursdaten bis 1980 zurück. Das heißt, sind ältere Kurse vorhanden, benutzt er die nicht mehr, aber sind auch weniger Kurse vorhanden, werden die auch benutzt, dann sind halt weniger Daten da. So, jetzt weiß ich ja nicht, ob sich nicht in den letzten Jahren was verändert hat. Aus diesem Grund habe ich eine zweite saisonale Linie eingefügt, nämlich die türkise Linie. Die türkise Linie nimmt immer die letzten 10 Jahre. Das heißt, ab jetzt berechnet die saisonale Linie die Zukunft anhand der Daten ab dem 11.09.2005. Nächste Woche nimmt sie den 20.09.2005. Das heißt, Sie sehen, diese türkise Linie, die läuft etwas anders, weil ja im Endeffekt nicht 30 oder 40 Jahre drin sind, sondern nur die letzten 10. Man sieht also, ob sich in den letzten Jahren, den letzten 10 Jahren etwas fundamental geändert hat an dieser Saisonalität. Das habe ich aus Amerika, weil da wird ziemlich viel an den Futures-Märkten gemacht. Und diese Leute gehen so vor und da ist es halt bestimmt nicht schlecht, wenn wir das genauso machen. So, und jetzt sehen Sie hier unterhalb des Kursverlaufes noch eine weitere saisonale Linie. Und zwar nutzt diese saisonale Linie die letzten 3 Jahre. Aber Sie werden jetzt bestimmt anmerken, hier, da kommt ja am Jahresanfang immer so ein Sprung nach oben. Ich habe mir erlaubt, die etwas anders darzustellen, um einen Jahrestrend ausfindig zu machen. Nämlich wird diese Linie nicht wie hier diese beiden Linien immer an den letzten Stand zu Jahresanfang fortgesetzt, sondern die untere Linie, die wird immer auf 100 gestellt. Das bedeutet, am 1. Januar gibt es einen Neuanfang und wir sehen dann den gesamten Jahrestrend anhand dieser Saisonalität und der zeigt hier für die RWE-Aktie bis zum September nach unten.
Passt also auch bei dieser Aktie. Aber es kann zum Beispiel auch sein, wenn wir jetzt den griechischen Index aufrufen würden, dass der die letzten 3 Jahre ganz anders aussieht als die letzten 10 Jahre oder die letzten 30 Jahre, wenn es ihn damals schon überhaupt gegeben hat. Genauso der IBEX 35. Das sind Vorgaben, die ich aus Amerika habe und die funktionieren ganz gut. Sie können übrigens diese Vorlage nutzen, indem Sie ganz einfach, wo haben wir es hier, ganz einfach auf die Seite von Lenz und Partner gehen. Von diesen ist nämlich die Software. Ich zeige jetzt mal den, können wir mal den ganzen Bildschirm zeigen. So, Forum. Da geht man ins Forum, wenn Sie Taipan benutzen. Taipan ist das einzigste deutsche, fast das einzigste deutsche Programm, was Saisonalitäten im Chart sichtbar macht. So, und da gehen Sie auf Anwendungsbeispiele, glaube ich, muss man mal sehen. Hier wurden nämlich die saisonalen Charts eingestellt. Ich habe die dem Herr Schäbaum von Lenz und Partner geliefert. Wenn Sie also Taipan in Arbeit haben, wenn Sie Taipan benutzen, End of Day, dann gehen Sie auf diese Forumseite und gehen da auf Bob's Seasonal Charts. Da kriegen Sie sogar gesagt, wie Sie das alles einbauen, wo Sie es abspeichern müssen. Und da wird Ihnen dann buchstäblich saisonal geholfen. Sie können das, die Software benutzen und speichern sich das Ganze als Vorlage ab. Und dann haben Sie dasselbe Bild, was ich hier habe. Im Realtime, Taipan, Realtime gibt es keine saisonalen Charts. Also es funktioniert nur mit Taipan End of Day. So, jetzt sind wir eigentlich schon bei den Vorausschau-Charts für die nächste Zeit, weil das wird Sie ja wahrscheinlich interessieren. Bevor ich Ihnen dann im letzten großen Hauptteil, wir haben jetzt 14:45, ich habe noch 3/4 Stunde, können wir schön viel Chartanalyse machen. Im letzten Teil zeige ich Ihnen alle Charts-Programme oder alle Programme und Webseiten, die ich kenne, die Sie benutzen können, um saisonale Analysen, saisonale Kandidaten ausfindig zu machen. Das kostet natürlich Geld. Gut, bei mir kostet jetzt kein Geld, aber die Software kostet halt Geld oder der Zugang zu der Website auch. Aber so ist das halt mal im Leben. Das kostet alles Geld. So, und jetzt machen wir mal den saisonalen Ausblick. Sie wissen jetzt, wie die Linien sind, was sie zu bedeuten haben. Und hier haben wir schon mal den DAX. Der DAX soll zum 29.09. ein saisonales Tief machen. Hier unten ganz links, wenn ich auf diese gestrichelte Linie gehe, dann sehen Sie ganz unten, ganz links, sieht man das auf dem Bildschirm, senkrechte Datum. Unten links unter dem Zeichen Taipan. Da sehen Sie, wo jetzt die Maus ist. Hier in diesem Bereich sehen Sie sozusagen dieses Datum. Am 29.09. soll es im DAX zu einem Tiefpunkt kommen, wenn man beide Saisonalitäten zur Auswertung nimmt. Und diese Position soll man, wie auch bei der Jahresendrallye, halten bis zum 4. Januar. So, wenn der DAX dann nicht gerade allzu schlecht aussieht, wäre für mich ein Zeichen zum Einstieg entweder eine Überschreitung dieses Hochs oder aber erstmal ein Kursrutsch, ein erneuter Test dieser Tiefs. Das muss man aber sehen. So, das ist mal der erste saisonale Ausblick. Jetzt habe ich mir gedacht, Apple ist ja auch so ein Kandidat, der sehr viel beobachtet wird. Und für Apple haben wir übrigens auch im Oktober, am 7. Oktober ein saisonales Tief. Und die Aktie, wenn wir den Chart jetzt mal etwas größer machen, die Aktie soll bis zum, laut saisonaler Ausarbeitung, bis zum 12.05.2016 im Depot bleiben. So, hier haben wir nochmal die saisonale Linie, die bis zu dem Zeitpunkt in die Zukunft fortgeschrieben wurde. Übrigens, die saisonalen Linien wurden, weil ich für Taipan den Review gemacht habe, wegen mir nochmal angepasst, dass Sie die auch in der Zukunft sehen können. Das war vorher nicht der Fall. Vorher waren diese Linien abgeschnitten zum aktuellen Zeitpunkt, was uns natürlich als Analysten und Trader nichts genutzt hätte. Also man hat reagiert, man hat sozusagen das eingebaut, was ich
haben wollte. Und das sehen Sie hier schon, die Aktie ist jetzt massiv gefallen. Für mich wäre ein Anstieg über diese rote Linie ein mögliches Einstiegssignal oder nochmal ein Test dieses Tiefs bei 90 Dollar. So, weiter geht's. Wir haben jetzt eine Analyse, bei der Sie mal von mir gezeigt bekommen, wie man diese ganzen saisonalen Sachen nur als Hinweis, als Wahrscheinlichkeits-, als Möglichkeit zur Wahrscheinlichkeitsberechnung nimmt. Nämlich, was ja in aller Munde schon seit Wochen ist, ist der Shanghai Composite. Der Shanghai Composite, der zeigt hier mehrere Sachen. Nämlich, dass er vom Jahresanfang von 2400 auf 5100 gestiegen ist. Und danach kam es zu einem massiven Einbruch. Und als der vor einigen Wochen um 5% in den Keller marschiert ist, musste ich eine Analyse machen, weil natürlich in den ganzen Nachrichten ist geschrieben worden um 9 Uhr hier, der Shanghai ist gefallen und ich hatte in Briefing morgens sich darüber berichtet. So, Problem ist nur, das Briefing morgens wird zwischen 5:30 und 7 geschrieben und da ist in Shanghai an der Börse Mittagspause. Und an diesem Tag war die Shanghai-Börse zur Mittagspause einen halben, 1 oder 2% im Minus und erst nach Börseneröffnung mittags ist es massiv in den Keller gegangen. Das heißt, man konnte also, wenn man morgens eine Analyse erstellt hat, konnte man gar nicht sehen, dass da so ein Kursverlust, man konnte sich nicht drauf verziehen. Der deutsche Aktienindex ist natürlich dann in den Keller gerauscht. Und da war natürlich für mich der Zeitpunkt gekommen, eine Auswertung zu machen. So, und hier sehen wir die damalige Auswertung. Die damalige Auswertung hat nämlich gezeigt, dass zu diesem Zeitpunkt, als dieser massive Kursrutsch hier kam, das sehen Sie hier als schwarzen Balken, zu diesem Zeitpunkt sollte es zu einer Konsolidierung kommen, saisonal. Und für mich war dann ein Short, eine Möglichkeit, der Short für eine Short-Position erst gegeben, wenn der 7. August als saisonaler Hochpunkt vorbei ist und oder gleichzeitig der Shanghai-Index unter diese braune Unterstützungslinie abrutscht. Ich hatte damals auch 3421 noch als Marke genommen, die man beobachten sollte. Und Sie sehen hier, ich mache jetzt mal dieses, Entschuldigung, das ist jetzt falsch. Ich mache jetzt mal dieses Schild hier oben. Sie sehen exakt, in diesem Bereich haben beide saisonale Linien einen Hochpunkt angezeigt. Und hier sehen Sie auch den Unterschied schon der langen Linie ab 1980 und der kurzen Linie ab der letzten 10 Jahre. Das sehen Sie schon mal, diese beiden Linien laufen auseinander. So, jetzt ist natürlich die Frage, in diesem chinesischen Index geht er jetzt wieder nach oben. Wenn ich diese Analyse jetzt anpassen müsste, dann würde ich diesen Indikator hier nach rechts verschieben auf den 15.09. Hier ändern wir jetzt mal den Text. Machen wir jetzt gleich mal eine Live-Analyse. 15. September. Dann brauche ich den nicht mehr zu machen, wenn der im Briefing verschickt wird. Und dann sollte die Gegenbewegung am chinesischen Aktienmarkt, die wir momentan sehen, beendet sein. Das Ganze kann natürlich auch falsch sein. Und für mich wäre es falsch, wenn diese waagerechte braune Linie bei 3515 Punkte wieder überschritten wird. Solange dem nicht so ist, kann der chinesische Aktienindex wieder und sollte er saisonal nach unten abdrehen und am 20. November 2015 einen Tiefpunkt ausbilden. So, und hier haben wir natürlich noch eine 1, 2, 3 im Chart drin. Und jetzt stauchen wir mal das Bild zusammen. Und eine 1, 2, 3 gibt uns ja die Möglichkeit, ein Ziel zu erstellen. Und dann nehmen wir ganz einfach mal die Trendlinie und ziehen die an diesen Tiefpunkt hin. Und dann haben wir diese Linie und die setzen wir an Punkt 2. Und dann wissen wir genau, wenn Charttechnik funktioniert und das 1, 2, 3 Signal korrekt ist, dann sollte es im Shanghai mindestens bis in den Bereich von 2.366 Punkte gehen.
Und das wären ab gestern nochmal ungefähr 700 bis 800 Punkte nach unten. So, das war jetzt mal meine Einschätzung zum Shanghai Composite. So, und jetzt machen wir ja immer so eine Analyse, die dann auch den S&P und den DAX mit einbezieht. Wenn also dieser Shanghai-Index hier ein neues Tief macht und einbricht, können Sie davon ausgehen, dass der DAX wohl und der S&P wohl nicht nach oben gehen. So, jetzt machen wir weiter mit dem Bund-Future. Ich habe die mal hier alle zusammengefasst. Ich könnte jetzt jeden einzeln anklicken, aber wir machen jetzt einfach mal nach dieser Tabelle hier weiter. Bund-Future kann man eigentlich keine saisonale Analyse so richtig erstellen, weil der Bund-Future schon seit Jahren nach oben läuft. Der Bund-Future, der läuft seit 5 Jahren nach oben, der läuft seit 10 Jahren, naja, seit 2008, seit 8 Jahren nach oben. Das heißt, wir können keine gescheite saisonale Auswertung machen, weil nämlich alle saisonalen Linien in Richtung Norden zeigen. Wir können nur sehen, wo ein mögliches kleines Hoch kommt, und das soll zum 30.09. der Fall sein, und ein Tiefpunkt käme dann zum 16.10. Es gibt auch Charts, die auch so aussehen wie diese Charts, daraus können Sie nicht ableiten. Das heißt, Sie brauchen auf die Saisonalitäten hier eigentlich nicht zu schauen, weil wenn dann so eine Bewegung wie hier nach unten kommt, dann sind Sie buchstäblich auf dem falschen Fuß erwischt worden, wenn Sie auf die Saisonalitäten geachtet haben. Da wird frühestens in 3 Jahren, wenn es hier zu größeren Schwankungen kommt, wird frühestens in 3 Jahren hier unten in dieser saisonalen Linie was Neues zu sehen sein. So, nächster Chart, Euro in US-Dollar. Der hat 2 Sachen produziert. Der hat ein saisonales Tief am 7.9. vor einigen Tagen. Der hat den Abwärtstrend gebrochen, ist zurück an diese Trendlinie gefallen. Ein Pullback, die zweite Chance zum Einstieg, wie ich immer so schön sage. Und soll ab jetzt saisonal steigen bis zum 31.12. dieses Jahres. So einfach könnte es sein. Wir wissen nicht, ob der Kurs weiter steigt, aber sagen wir es mal so, für mich wäre ein Signal, dass diese Analyse falsch ist, wenn der Euro zurückfällt und vielleicht hier in diesem Bereich den Kreuzwiderstand bei 1,10 unterschreitet. Sie müssen ja immer daran denken, das ist ja nicht ein Stein gemeißelt, das Ganze. Was ich hier sage oder was Sie selbst auswerten, weil wenn ich es nicht auswerte für Sie, dann müssen Sie das selbst tun. Oder Sie müssen irgendeinem anderen zuhören, der es genauso wenig weiß, was in Wirklichkeit passiert. Wir sind ja nur da, um Einschätzungen zu geben. Da müssen wir immer gucken, kann das hinkommen, ist die Wahrscheinlichkeit groß. Nach diesem Ausbruch hier, diesem Pullback, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Euro jetzt nicht mehr fällt, sondern steigt. Wohin, wissen wir ja nicht. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Britisches Pfund. Britisches Pfund hatte ich eine Analyse erstellt im Briefing. Ohne Saisonalitäten hatte gesagt, das britische Pfund hat den Aufwärtstrend gebrochen. Mein Ziel lag damals bei 1,5138. Das war natürlich hier in diesem Bereich, wo ich das gesagt habe. Dann ist das Pfund nochmal gestiegen. Und was ist dann passiert? Tiefskurs lag bei 1,5163. Also ich lag etwas falsch, gut, etwas falsch, es waren 30 Ticks, aber immerhin, die Richtung war vorgegeben. Wieso konnte man das sagen? Selbst wenn man die Charttechnik nicht, die Charttechnik nicht eingebaut hätte, hätte man sehen können, dass das Pfund nicht mehr weiter steigt. Wir haben hier einen Hochpunkt, der nicht mehr erreicht wurde. Es ging seitwärts. Der Trendbruch war das Signal, dass man irgendwo da eine Short-Position hätte aufbauen können, wenn zum Beispiel, Moment, jetzt wird es schwierig, dieser Tiefpunkt unterschritten wird. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, auf eine Short-Position zu setzen. So, und jetzt schauen wir uns an, wo soll das Pfund noch hin? Bis zum März nächsten Jahres soll es erstmal seitwärts gehen und dann nach unten. So, was haben wir? Wir haben noch eine halbe Stunde, jetzt müssen wir ein bisschen schnell machen, weil bei der Software, da wird es richtig interessant, weil Sie wollen ja wissen, wie Sie das selbst einsetzen. Griechischer Index habe ich mal hier mitgebracht. Griechischer Index sollte zum 26.06. einen Tiefpunkt machen. Da war die Börse natürlich nicht so begeistert davon.
dass da überhaupt irgendwas passiert, soll jetzt einen Hochpunkt machen. Und wenn wir diese Linien jetzt nehmen und verschieben die hier rüber, dann haben wir auf ein Tief zum 24. Dezember, Weihnachten. Na bravo, machen wir das Fenster mal weg. Lassen wir mal das Ganze hier stehen. Also es soll zu einem Hochpunkt kommen und soll nicht mehr tiefer gehen, nicht mehr höher gehen. Das Ganze könnte natürlich auf dem Prüfstand stehen, wenn diese rote Widerstandslinie bei 712 überschritten wird. So, dieser Chart gefällt mir überhaupt nicht. Wieso? Goldminenaktien, aka Goldbugs. Goldminenaktien sollten eigentlich mit Gold steigen und meist etwas stärker steigen. Das sehen wir hier nicht. Hier war ein saisonales Tief im AK Goldbugs Index. Und jetzt steht Gold, der Goldindex steht an der Unterstützung. Ich sage Ihnen eins, wenn dieses saisonale Hoch zum 1.10. erreicht ist, muss der AK Goldbugs Index mindestens einmal unter diese rote Linie fallen, wenn er es nicht schon vorher getan hat. Ich mache das Bild mal etwas breiter, damit Sie das sehen. Dann werden wir auch gleich mal eine Zielprognose erstellen. Und wenn das stimmt, der Orkan hat ja schon ähnliche Zielprognosen gemacht mit derselben Technik, dann sollte der Goldbugs-Index mindestens bis 77 abrutschen, von 106 auf 77, sind 30%. Ist eine sehr, sehr große Nummer, 30%, wird aber in Minenaktien sehr schnell kommen, wenn Gold noch deutlich weiter fällt, weil das, was Gold momentan gebracht hat, ist auch nicht so gut. Amerikanischer T-Bond, das ist das Gegenstück zum Bund-Future, 30-jährige Staatsanleihen statt 10-jährige. Hier sehen wir natürlich wesentlich größere Bewegungen. Der Trend ist natürlich nicht nur nach oben gerichtet. Hier können wir auch eine Saisonalität erkennen. Hier haben wir ein Tief gehabt zum 23.06. Hier sehen Sie wieder ein Beispiel. Es funktioniert in allen Finanzinstrumenten, nicht nur in Aktien oder Weizen und Bauholz, sondern auch in Zinsmärkten. Wenn das hier korrekt ist, dann sollte es erst zum 26.11. zu einem Tiefpunkt kommen. Ist natürlich jetzt die Frage, was passiert nächste Woche? Erhöhen die Amerikaner die Zinsen? Das könnten so Momente sein, wo die Saisonalität auf den Prüfstand gerät. So, weiter geht's. Hier haben wir Gold. Gold, das ist ein Chart, den habe ich vor vielleicht einem halben Jahr erstellt. Das sollte Gold ein saisonales Tief hier in diesem Bereich machen. Das war übrigens auch ein Artikel, eine saisonale Trading-Idee im Traders Magazin. Und da hatte ich in einem Film, es gibt immer ein Update im Internet, auf der Website des Traders Magazins, da gibt es immer ein Update, ob diese saisonale Trading-Idee überhaupt funktionieren könnte, weil ein Artikel wird geschrieben 3 bis 4 Wochen, bevor er veröffentlicht wird. Das heißt, ich muss jetzt schon wieder Kandidaten finden, die Ende Oktober sozusagen veröffentlicht werden. So, und dann macht man halt ein Update. Und hier hatte ich gesagt, Jungs, aufpassen, keine Long-Position aufbauen, nur wenn dieser Abwärtstrend gebrochen wird, ansonsten ist das eher ein Short-Kandidaten. Das hat hier auch gestimmt bis jetzt und jetzt läuft Gold natürlich zurück. Ich kann Ihnen eins sagen, wir haben hier genau das gleiche wie im Euro nach oben, nämlich ein Pullback an die gebrochene Unterstützung. Wenn das korrekt ist, sollte Gold nach unten abdrehen und hier diese untere parallele Ziellinie im Bereich von, was haben wir hier, $1.041 pro Feinunze ansteuern. Und das ist natürlich schlimm für Goldminenaktien, die dürften dann richtig in den Keller sausen. So, hier haben wir jetzt Heizöl. Wann sollen Sie Ihre Tanks füllen? Garantiert nicht jetzt, obwohl Heizöl niedrig ist. Jetzt können Sie sowieso füllen. Alle bei mir im Stammtisch oder beim Lauftreff, die freuen sich, weil sie so wenig bezahlt haben. Wir hätten aber hier normalerweise einen saisonalen Hochpunkt im Heizöl. Und wann ist Heizöl am billigsten? Dann, wenn es keiner braucht. Wenn jeder sich eingedeckt hat,
Heizöl sollten Sie normalerweise im Januar, Februar kaufen, egal was der Kurs sagt, ob der niedrig oder teuer ist, weil da nämlich keiner kauft und die Kurse dann notgedrungen Angebot und Nachfrage im Keller sind. Das ist, gucken Sie hier, das ist jedes Jahr so. Gut, Sie wären dieses Jahr vielleicht ein bisschen besser gefahren, aber Sie wussten ja zu diesem Punkt hier damals im Januar 2015 nicht, dass Heizöl in diesem Jahr billiger ist. Das wissen Sie ja vorher nicht. Ich weiß es ja auch nicht. Wäre schön, wenn wir das alles wüssten. Aber der saisonale günstige Zeitpunkt, um den Tank zu füllen für den Winter, ist eigentlich im Januar. Egal, wie viel Sie da brauchen. So, Light Sweet Crude Oil. Hier haben wir jetzt mal eine saisonale Prognose. Die war am 12.02.2015. Sollte es zu einem saisonalen Tief kommen und jetzt zum 17.06. zu einem saisonalen Hoch. Hat eigentlich im Groben gepasst, aber wie gesagt, hier gilt Charttechnik mit einbauen und zum Einstieg nutzen. Hier wäre zum Beispiel ein möglicher Einstieg gewesen, über diesem Hoch long zu gehen. Das wäre eine Möglichkeit, weil wir haben hier einen Widerstand. Oder aber nach einem Test dieser Unterstützung da vielleicht was aufzubauen, weil der saisonale Trend hat ja, wie Sie sehen, nach oben gezeigt bis hierhin, bis zum 17.06. Und was kam da? Kurz später kamen hoch und Öl ist dann von 60 auf unter 40 Dollar abgerutscht. Wie sieht es jetzt aus? Jetzt nehmen wir mal diese Linie und passen die an. Hier haben wir ein Problem. Wir haben nämlich zwei saisonale Linien, die entgegengesetzt laufen. Das ist jetzt ein Problem, weil hier unten der Dreijahreszyklus sagt, wir haben ein Hoch, der ab 1980 angezeigte saisonale Zyklus sagt, wir haben ein Hoch, noch nicht das Hoch erreicht und die türkise Linie mit den letzten 10 Jahren sagt, es geht nach unten, nach unten. Hier wäre ein Einstiegssignal in eine Short-Position, wenn das Tief hier bei 42 Dollar unterschritten wird. So, das langweilen Sie wahrscheinlich jetzt, weil wir sind jetzt schon ewig dabei mit Charttechnik. Das können ja die anderen vielleicht genauso gut wie ich. Deshalb müssen wir uns jetzt mal ein bisschen beeilen, um zu den Softwareprodukten zu kommen, die gut sind für Saisonalität. So, hier haben wir eigentlich nichts eingezeichnet, außer die Thanksgiving Rally. Zeige ich Ihnen jetzt mal. Das ist die Thanksgiving Rally. Kommt wahrscheinlich ein Artikel im Traders Magazin, Strategie vom Vortrag. Sehen Sie hier. So kurz ist die Haltedauer. Sie sollen nur an diesem Tag einsteigen und an diesem wieder aussteigen. Nasdaq 100 hängt am Widerstand. Wo dann das Tief oder das Hoch liegt, kann ich Ihnen nicht sagen. So, hier haben wir noch Random Length Lumber. Das ist nochmal das Bauholz, was Sie nicht handeln sollen. Aber schauen Sie sich das an. Saisonales Tief sollte am 28.08. kommen. Und 2 Tage später war es doch wirklich da. Und Lumber ist von 217 auf 249 gestiegen. Ist das nicht schön? Über 10% innerhalb von 8 Tagen. So schnell kann es gehen. So, hier haben wir jetzt nochmal der S&P. S&P haben wir jetzt das Problem, wir haben ein kurzes saisonales Hoch zum 18.09. Das nächste saisonale Tief ist zum 26.10. Dann soll es bis zum Jahresende nach oben gehen. Wer das Briefing liest, weiß ja, dass wir momentan ein Sell-Setup haben. Ein Sell-Setup bedeutet, ich lege mir jetzt eine entsprechende Vorlage hier drauf. Ein Sell-Setup bedeutet, dass das 10-Tage-Tief als Signal dient, um Short zu gehen. Das liegt noch mal momentan bei 1903 und ab heute ist der 9. Tag. Das heißt, die nächsten Tage werden sehr interessant, ob der US-Index ein Sell-Setup-Signal generiert. Und da kann es passieren, dass es so wie hier. Hier haben wir nämlich auch ein Sell-Setup gehabt. Das war ein Sell-Setup-Signal, dass es da sehr, sehr schnell nach unten geht. So, hier haben wir nochmal den Dollar-Future. Der Dollar-Future ist ein Währungskorb aus den wichtigsten Industriewährungen gegen den US-Dollar. Und der soll ein saisonales Hoch machen, hier in diesem Bereich. Das würde bedeuten, dass der Euro schwach gegen die andere Industriewährung wird. Dieser Währungskorb ist größtenteils mit Euro bestückt, mit dem englischen Pfund, mit dem japanischen Yen. Und wenn das korrekt ist, erinnern Sie sich noch an den Chart zum Euro,
der soll nach oben gehen. Und wenn hier die Saisonalität stimmt, wird er auch nach oben gehen. So, und das waren jetzt mal die ganzen Prognosen. Wer jetzt noch nicht eingeschlafen ist, der kann, der sollte jetzt wieder wach werden, nämlich jetzt wird es interessant. Denn wir gehen jetzt mal dazu über, wie Sie das selbst machen können. Ich schreibe ja Reviews, ich teste Software, ich bekomme die von den Softwarefirmen zur Verfügung gestellt. Und das bedeutet, dass ich denen sage, was falsch läuft, wenn da Fehler sind. Da sind die zufrieden damit und dass sie manchmal auch Sachen einbauen. So, und ich weiß also, ich kenne fast alle Softwareprodukte, fast alle, nicht alle, die Saisonalitäten haben. Und da habe ich jetzt hier mal eine Liste gemacht, was Sie nehmen könnten. Nichts ist umsonst. Wenn Sie oben die Software kaufen, die erste können Sie wahrscheinlich mieten, mit Datenfeed für 30, 40 Euro im Monat. Testzeitraum, Timing Solution, kommen wir auch noch dazu. Ist sehr kompliziert, kostet 1000 Dollar. Track and Trade ist für die Futures-Märkte, kostet 1500 Dollar. Trade Navigator ist auch ziemlich teuer. Das sind so die Preise, die man einplanen muss, wenn man Saisonalitäten in den Charts ausarbeiten will. Das zeige ich Ihnen jetzt mal von jedem dieser Programme, außer dem Trade Navigator, den habe ich nicht, zeige ich Ihnen Beispiele, wie die Charts aussehen. Und dann gehen wir weiter zu den anderen Softwareprodukten, die Sie benutzen können. Da zeige ich Ihnen auch die Vor- und Nachteile. So, Taipan haben Sie ja schon gesehen. Das ist ja das Programm hier. Können Sie sich die Vorlagen runterladen. Da machen wir mal diese Software jetzt zu, damit der Speicher frei wird. Die nächste Software, die wir hier haben, ist Track and Trade. Track and Trade kommt aus Amerika und da können Sie keine Einzelaktien auswerten, sondern Sie können nur Futures auswerten und bekommen für die Futures alle Futures, die es jemals auf ein entsprechendes Handelsinstrument gab. Hier haben wir zum Beispiel den Gold-Future ab 1975, den Sie sozusagen auswerten können. Da könnten wir uns jetzt zum Beispiel eine saisonale Linie ab für den Oktober 1986 anschauen. Und da würde dann der Chart ungefähr so aussehen. Das war damals die Saisonalität im August 1986. Und Gold ist damals von 350 auf 455 Dollar gestiegen. Das ist eine Software, da müssen Sie die Module einzeln dazu kaufen. Die Software hat auch die Commitment of Traders Daten dabei, wenn es sie überhaupt gibt. Wir müssen jetzt mal auf den neuen Kontrakt gehen. Den sehen Sie hier. Da stelle ich jetzt mal die Commitment of Traders Daten ein. Da sehen Sie, ob die Commercials in Rot, Long oder Short sind. Je tiefer der Balken ist, desto stärker sind die Short. Das heißt, Sie haben nicht nur die Saisonalitäten da drin, wenn Sie die Software komplett kaufen, sondern auch die Commitment of Traders Daten. Und was wichtig ist, die Probabilities. Probability bedeutet, Sie sehen anhand der Balken über oder unter der Nulllinie, wie hoch die Wahrscheinlichkeit des entsprechenden Tages anhand des historischen Datenmaterials auf Kursgewinne und Kursverluste ist. Und was sehen wir hier? Ab dem 8. September soll es zu 8 bis 9 negativen Tagen kommen. Ist ein End-of-Day-Programm, gibt es aber auch mit Real-Time-Kursen. Hier muss man aber den ihren Broker nehmen. Was noch interessant ist bei dieser Software, sind die Optionsverfalltermine, die Sie hier sehen. Die sind immer als senkrechte Linie drin. Da wissen Sie ganz genau, da könnte Bewegung kommen. Also die Software ist nicht schlecht, wenn man die Futures-Märkte handelt und da seine Auswertungen machen will, denn man kann zum Beispiel auch Spreads analysieren. Nehmen wir mal das britische Pfund. Hier hat er schon eingestellt 2015 Z. Moment. Ist eine neue Version. Früher hat es mal anders ausgesehen. Die ist jetzt ganz neu runtergeladen. Aber Sie können sich auch Spreads mit dieser Software anzeigen lassen. So, jetzt machen wir diese Software zu. Jetzt gehen wir auf meinen Computer daheim. Da zeige ich Ihnen jetzt mehrere Programme, die ich nur auf einem Computer installieren kann. Und dazu gehört Timing Solution. Das ist die Software, die ich Ihnen eben gezeigt habe, aus Amerika an dritter Stelle. Und diese Software, Timing Solution, ist eine Software für Esoteriker, für Statistiker, für
Alles, was mit historischen Daten, Untersuchung der historischen Daten zu tun hat. Und man kann auch Saisonalitäten darstellen. Sieht man das Bild hier eigentlich jetzt gut, scharf, oder? Weil ich sehe es ja nur hier bei mir sowieso scharf. So, ich habe jetzt hier mal Timing Solution, da habe ich jetzt mal den DAX geladen. Und der wird jetzt hier eingelesen aus Yahoo. Sie können also diese Software auch mit Tagesschlusskursen nehmen, aber auch mit Intraday-Daten. Mit Tagesschlusskursen können Sie von Yahoo die Daten runterladen. Und dann erstellt er Ihnen so einen Chart, kalkuliert im Hintergrund gleich irgendwelche spezielle Sachen. Und wenn Sie dann hier unten, ganz rechts unten den Knopf drücken, dann bekommen Sie mehrere saisonale Linien im Chart angezeigt, die Ihnen natürlich nicht weiterhelfen, wenn Sie die nicht sozusagen verbessern, wenn Sie den Chart nicht auseinander machen. Das muss ich jetzt mal hier machen. Sie bekommen nämlich mit dieser Software die Möglichkeit, verschiedene Saisonalitäten anzuzeigen, aber auch den Mond, die Mondsaisonalität anzuzeigen. Sie können auch mit dieser Software noch, das dauert ewig lang, gell, oder? Also es dauert etwas lang mit dieser Software, dass wir hier ein bisschen brauchen, bis das Datenmaterial ab 2010 zu sehen ist. Aber diese Software ist für jeden, der Statistiken machen will und viel Zeit hat, sich mit dieser Software auseinanderzusetzen, eine Software, die empfehlenswert ist. Es gibt übrigens auch einen Testzeitraum. Ich kriege nichts für die Software, ich weiß nur, was man mit den Softwareprodukten alles machen kann. Und die ist nicht schlecht, allerdings kann man die nur auf einen Computer installieren. So, das waren jetzt die drei Softwareprodukte, wo Sie Charttechnik mit Saisonalität verbinden können. Wir haben jetzt schon ein Viertel nach. Jetzt kommen wir zu Scanner. Scanner gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, nämlich das über eine Website zu abonnieren in Deutschland, zeige ich Ihnen auch, oder aber Sie holen sich für Futures-Märkte TradeMiner. TradeMiner kommt aus Amerika, aus derselben Stube wie Track and Trade. Und da gibt es die normale Version und die Pro-Version. Und ich habe hier auf meinem Laptop habe ich die normale Version. Da lassen wir jetzt mal für den November die Futures berechnen, die der anzeigt, was man mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% in die eine oder andere Richtung handeln könnte. Und da sehen Sie, das sind die Kandidaten in den Futures-Märkten, die Sie im letzten Jahr untersuchen hätten sollen, weil wir haben ja hier noch die Datenbank von 2014. Da ich Ihnen aber eigentlich die Pro-Version zeigen will, muss ich jetzt wieder mal auf meinen Computer daheim gehen. Die einfache Version kostet $99 für Forex, für Futures jeweils und für US-Aktien. Die Pro-Version ist etwas teurer, da mit der Pro-Version haben Sie noch ein neurales Netzwerk dabei und Sie können da auch ein Portfolio zusammenstellen, was dann hier unten sozusagen diese ganzen Futures zusammenfasst und Ihnen anzeigt, ob Sie jetzt Gewinn oder Verlust gemacht hätten. Wenn Sie nur saisonale Auswertungen an den US-Märkten machen wollen, sind Sie mit der normalen Version gut bedient. Sie müssen aber bedenken, dass Sie einmal im Jahr, im Folgejahr, sich ja die Daten des letzten Jahres kaufen müssen und das kostet dann nochmal $100. Also das Ganze kostet in der einfachen Version $200 für alle drei Versionen, die neue Datenbank nochmal extra $100. Also wenn Sie sich sowas anschauen wollen und kaufen wollen, dann sollten Sie warten bis nächstes Jahr, da bekommen Sie das Datenmaterial für 2015 mit dazu. So, das war jetzt TradeMiner. So, Handelssystementwicklung kann man mittlerweile auch nutzen. Ist natürlich schwierig, bei Taipan wird das nicht unterstützt. Ich benutze auch noch Captimizer, wird auch nicht unterstützt, außer den saisonalen Strategien, die ich Ihnen gezeigt habe mit der Jahresendrallye und dem Oktobertief und Maihoch. Es gibt aber eine Software, da wurde wegen mir Saisonalitäten eingebaut. Als ich die getestet habe, das war
Können wir mal das Bild auf mich machen? Das war die Software Vectorbull. Und jetzt, Moment, muss ich nochmal neu starten. So, jetzt können wir wieder auf das Bild machen. Und zwar ist das eine Software, die macht Pattern Recognition und sagt dann hier, anhand der Kerzen der letzten zwei Tage besteht eine Wahrscheinlichkeit von, was weiß ich wie viel, 60%, dass die Aktie steigt oder fällt. Man kann die nutzen, um sich so ein Bild hier anzeigen zu lassen. Irgendwann, wenn der eine Aktie findet, die anhand des Patterns in die eine oder andere Richtung gehen soll, dann soll man die Aktie näher untersuchen. Ich benutze das Ganze aber als Handelssystementwicklung. So, und wenn ich mir das als Handelssystementwicklung nehme, dann wird ein Handelssystem nicht auf einen Korb entwickelt von Aktien. Das heißt, der nimmt jetzt nicht alle 30 Dow-Werte und sagt, ich tue jetzt die Parameter finden, die für alles passen, sondern diese Software sucht anhand meiner Vorgaben nach Einstiegssignalen mit einem klaren Haltezeitraum. Sie sehen hier oben links Haltezeitraum 5 Tage. Ich will jetzt nur Short-Signale haben, nur in Trendrichtung. Ich will nur Signale haben, wo die Wahrscheinlichkeit mehr als 60% ist und die Prognose zu einer Prognose von einem Gewinn von 3% in 5 Tagen führt. Dann soll das Ganze noch in Trendrichtung sein und ich stelle den Saisonalitätsindikator ein. Das heißt, wenn die Saisonalität nicht in die gleiche Richtung deutet, wie ich das Signal haben will, dann wird kein Signal gegeben und auch kein Handelssystem gefunden. Bedeutet, Ihr Computer wird rund um die Uhr die nächsten Jahre beschäftigt sein, wenn Sie 1000 Aktien untersucht haben wollen. Weil wenn Sie 1000 Aktien untersucht haben wollen, dann müssen Sie ungefähr 2000 Berechnungen a 2 bis 3 Stunden durchführen. Ich habe 4 Computer, da laufen alle 4 Computer, die letzten 2 Jahre laufen die durch, weil ich das Konzept gut finde. Und ich kann auch noch einen Beweismodus einstellen. Beweismodus bedeutet, wir haben hier oben jetzt Daten bis 2007, die werden genommen, um ein System zu entwickeln. Jetzt geht dieser Computer im Beweismodus, nachdem er ein System gefunden hat, geht er auf den heutigen Tag und prüft, ob dieses System auch heute noch Geld verdient hätte nach 2007. Und jetzt habe ich mal das Ganze hier gestartet. Das ist jetzt eine Strategie, die macht nur Short-Positionen mit einem Stop von 5%, einem Ziel von 15% und nach 6 Tagen wird die Position geschlossen. Und Sie sehen, wir haben jetzt hier schon innerhalb kürzester Zeit, das ist natürlich eine Aktie, wo es funktioniert, eine Strategie, die einen Profitfaktor von 6,8 hat und in 60% der Signale Geld verdient hätte bis 2007. Die Software schalte ich jetzt den Beweismodus aus. Wenn ich den Beweismodus anstelle, dann bekomme ich hier zum Beispiel angezeigt, was ich verdient hätte bis 2007. Hier habe ich die Grafik, alle Signale. Und wenn ich diesen Beweismodus ausstelle und drücke nochmal da drauf, dann macht er mir alle Signale auch nach 2007. Und da sehe ich, ich habe jetzt einen Profitfaktor von 7,65, habe keine Trefferquote mehr von 60%, wie hier oben, sondern von 69%. So, die Idee ist, hinter diesen 5 Tagen, Aktien fallen wesentlich schneller, als dass sie steigen. Ich lasse mir einen Aktienkorb berechnen, der mir für die US-Aktienmärkte anhand Saisonalität und Pattern Recognition Systeme entwickelt. So, wir haben noch 5 Minuten. So, und jetzt zeige ich Ihnen mal die Systeme, die Systemstatistik, was da im letzten Jahr bei einem Durchlauf, das Ganze läuft seit Mai, bei einem Durchlauf von, Moment, wo haben wir es? Ja, hier muss ich ja drauf. Von 1025 Kandidaten, oh, jetzt mal iPhone, muss jetzt nicht jeder sehen,
was ich für Musik höre. So, also wir haben jetzt, jetzt muss ich das mal starten. Wir haben jetzt daheim, das dauert ungefähr 2,5 Stunden, 1025 Aktien durchlaufen lassen, jeden Tag. Position wird 5 Tage gehalten, dann wird sie geschlossen. Und wir wollten wissen, wenn wir für jede Position 0,5, was ist das jetzt? 0,25% verlieren können auf $25.000. Das heißt, wir verlieren pro Position am Anfang $70, jetzt ist es wahrscheinlich mehr oder weniger, je nachdem, was diese Strategie gebracht hat. Und das sind jetzt diese neuen Trades für heute, das sind die offenen Trades, die halt spätestens nach 6 Tagen geschlossen werden. Und jetzt schauen Sie sich diese Performance mal an. Das ist dieses Handelssystem seit einem Jahr. Seit 2010 sieht das genauso gut aus. Ein sehr gutes System, wo man erkennen kann, dass die Saisonalität funktioniert. Weil es wird ja nur eine Position aufgebaut, wenn das Ganze in die richtige Richtung auch saisonal unterstützt wird. Sie haben hier man hat natürlich in dem ein Jahr 1.350 Trades. Geht natürlich nicht, weil manche Aktien, die hier drin sind, haben einen Dollarwert von unter $5. Die haben auch einen Umsatz von 20.000. Die kann man nicht handeln. Muss mindestens mal 150.000 an Tagesumsatz sein. Aber schon allein diese Kurve zeigt, mit Saisonalität kann man auch Handelssysteme entwickeln. So, und jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende, aber ich zeige Ihnen jetzt noch eine deutsche Website, die Sie 30 Tage lang benutzen können. Das heißt, die Website heißt Season & Bull. Das sind die Entwickler von Vector Bull, das ich Ihnen eben als Handelssystem gezeigt habe. Und hier werden im Mitgliederbereich werden jeden Tag Listen generiert, mit einer Software, die ich selbst auf meinem Computer habe. Die wird nicht verkauft. Ich darf die haben, weil ich mitentwickelt habe mit noch 2, 3 anderen Leuten. Oder sagen wir es mal so, ich habe Tipps gegeben mit jemand anderem. Mike Cook ist da übrigens auch noch dabei. Und Sie bekommen hier die neuesten Setups in verschiedenen Märkten, ob long oder short, angezeigt. Und die können Sie dann näher für sich untersuchen. Ich habe jetzt mal in diesem Mitgliederbereich eine Aktie, mein Setup, markiert, weil ich habe ja die Software daheim, ich lasse sie ja selbst laufen. Da haben wir zum Beispiel jetzt den AK Gold in Goldbugs Index. Der sollte am 8.10. verkauft werden und am 20.10. zurückgekauft. Die Saisonalität sagt, dass es nach unten geht. Sie bekommen bei jedem vorgestellten Wert auch die Statistik angezeigt, wie das die letzten Jahre gelaufen ist. Hier sehen Sie Gesamtgewinn an Punkten, Anzahl Trades, wie oft es schiefgegangen ist. Und ich habe mit dem Entwickler gesagt, ich habe dem gesagt, dass ich hier stehe und dass es möglich wäre, vielleicht den Leuten, die das abonnieren wollen, einen Rabatt zu geben. Und da kommt jetzt unten im Bildschirm ein Code eingeblendet, wenn Sie das machen. Ich habe nichts davon, Sie kriegen 30% Rabatt und können dann auf dieser Website diese ganzen Kandidaten so abrufen, wie Sie es hier sehen. Und saisonale Auswertungen, statistisch gesehen, mit Chartprogramm auf einen Einstieg überprüfen. Ich zeige Ihnen jetzt nochmal über meinen Computer, wie diese Software arbeitet. Ich lasse mir nämlich mit dieser Software 5 Tageskandidaten zeigen, und zwar nicht nur für dieses Jahr, sondern für nächstes Jahr schon bereits. Und lasse das dann in Vector Bull auf ein Handelssystem überprüfen. Und da sehen Sie jetzt hier mal schon meine Kandidaten für den 13.14.2016 mit einer Haltedauer von 5 Tagen, nach 6. wird geschlossen. Und die Software zeigt mir halt jetzt anhand des Universums von 6.000 US-Aktien an, welche Werte zu diesem Zeitpunkt 5 Tage lang fallen sollten, mit einem Stop von 3-5% und einem Profit von 5-50%. Hier unten sehen Sie, Stop sollte man, wo haben wir es hier, anhand der letzten 16 Jahre kam es hier zum Gewinn, zum profitablen
zu einer profitablen Strategie von 75%, Stop 4,5%, Profit 5%. Ist zwar nicht ganz gut, aber mir ist es eigentlich egal, ich lasse das noch berechnen auf andere Finanzinstrumente, nur als Vorgabe. Diese Software wird jeden Tag benutzt zur Erstellung dieser Listen, ist nicht käuflich erwerbbar, aber Sie sehen, es ist dasselbe Bild wie Vectorbull und es werden nur Statistiken ausgewertet, das ist wichtig. Bedenken Sie, Saisonalität beruht nur auf Statistiken und Sie haben ein Handelssystem anhand der saisonalen Linien, was jedes Jahr sich selbst adjustiert. Sie müssen dann nur überlegen, ist die Statistik noch relevant oder nicht relevant. So, jetzt haben wir genau halb. Gell? Ich würde sagen, ich habe jetzt ziemlich viel geschwätzt, ich habe Ihnen jetzt ziemlich viel Hessisches beigebracht. Ich hoffe, Sie haben alles verstanden. Hier haben wir jetzt nochmal das Fazit zu diesem Vortrag. Saisonalitäten sind in vielfältiger Form nutzbar und erhöhen die Qualität des Einstiegs, egal ob Long oder Short, oftmals deutlich. Dieses Vectorbull-Systematik, die hat oftmals einen Profitfaktor von 2 für ein gefundenes Handelssystem. Wenn man die Saisonalität nur einschaltet, steigt diese von 2, der Profitfaktor, auf 4,9, habe ich festgestellt. Saisonalitäten können in allen Anlageinstrumenten gefunden werden, wenn die Kurshistorien sehr, sehr lang sind. Für Einzelwerte braucht man allerdings spezielle Software, habe ich Ihnen eben vorgestellt, welche Software das ist. Sie können bekannte Techniken überprüfen, per Hand umsetzen, ohne Software. Lieblinge des DAX, Thanksgiving, Jahres Endrally. Wenn Sie jetzt monatlich 2 Trading-Ideen haben wollen oder vielmehr durchforsten wollen, ob das was ist, gibt es eine Artikelserie im Traders Magazin von mir, mittlerweile in der 26. Ausgabe. Da stelle ich 2 Handelskandidaten vor und am Einstiegstag bekommen Sie per Video ein Update auf der Traders Webseite im Forum präsentiert. So, meine Damen und Herren, das war's. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, wenn Sie noch dabei sind. Und ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt. Das war's. Tschüss und bis irgendwann mal, zum nächsten Mal oder so.